Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen bei Avanti on Tour. Wir müssen ein bisschen laut reden. Wir sind heute wieder bei Transurf Reisemobile und das ist heute nicht der David. Den habe ich heute abgelöst. Heute ist Sonja wieder dabei. Ja, hier nebenan ist wieder die Waschanlage, wo am Wochenende auch die LKWs gewaschen werden. Wir haben heute zwei Van-Tourer und wir starten hier in dem Video mit dem kleinsten, mit dem 540D. Ja? Mit Schlafdach und Querbett hinten. Und ja, du gehst schon mal rein, ich laufe mal außen rum. Wie immer. Also, viel Spaß. An. Das ist also jetzt der kleinste, der 540er auf Ducato, aber wir haben einen 160 PS Motor, wir haben die 9 Gang Automatik drin, wir haben ein Schlafhubdach. Jo, das Ganze baut auf dem neuen Ducato Serie 8. Ja, wir haben immer hier bei Transurf hat man uns die Fahrzeuge hier schon in die Halle gestellt. Die waren nämlich heute Morgen ziemlich nass, hat ein bisschen geschneit. Aber ich glaube, hier können wir es gut filmen. Ja, was schön gemacht ist bei Ventura, man setzt hier die Beklebung etwas von den Fensterrahmen ab. Ja, dann gibt es auch keine Blasen. Wir haben eine Dieselheizung. Da dürfte der Toilettenschacht sein. Trotz 5,40 Meter haben wir noch ein eigenes Toilettenfenster. So sieht das Ganze von hinten aus. Ja, bei den Farben mittlerweile beim Fiat Ducato nur noch eine bedingte Auswahl in verschiedenen Grau- und Schwarztönen. Aber bei den Motoren, habe ich gestern gehört, wird es auch Einschränkungen geben zukünftig. Da fallen einige Basismotorisierungen weg. Oh, das ist bisher nur ein Gerücht. Wir haben eine Omnistore-Markise, die ist auch sehr schön verbaut mit der LED. Und die ist auch nach unten komplett dicht. Also das dient dann auch so ein bisschen als Regenrinne. Ah, da gibt es eine schöne Adapterhalterung, wie ihr da oben seht. Und das schließt dann wirklich schön zur Karosserie hin ab. Ja, die Wassertanks, das zeige ich euch gleich noch, sind bei dem Fahrzeug Unterflur, aber halt auch isoliert. Und damit haben wir einen immensen Stauraum, seht ihr gleich. Ich versuche euch mal gerade den Wassertank zu zeigen. So, ich gehe jetzt mal mit einer Actioncam und das Auto. Ich hoffe, ihr könnt da was erkennen. So sieht das hier aus. Und auch hier von der Seite kann man die Lage erkennen. Ja, das schränkt ein bisschen die Bodenfreiheit ein, aber die Quertraverse hinten sitzt immer noch tiefer und auch die Trittstufe, wenn er mal guckt. Also das ist okay. Ja, und wie gesagt, dadurch haben wir einen immensen Stauraum nachher. Seht ihr gleich. Das ist Wahnsinn. Für einen 540er irre. Jetzt gehen wir mal erstmal rein zu Sonja. Tja, da sitzt du schon und lässt die Beine baumeln. Riecht noch neu, ne? Ja, sowas von. Ja, der ist ganz frisch aus dem Werk. Wie man sieht, noch mit Schutzbezug, ja, den lassen wir auch drauf. Ja, das soll ja dann auch für euch nachher noch ein Neufahrzeug sein. Und nicht nach Avanti on Tour riechen. Ne? Tja, da haben wir den Küchenblock. Da oben haben wir kleines Ventura-Logo. Das gab es auch mal beleuchtet. Tja, und jetzt komme ich mal rein, ne? Ja, dann sieh zu. Tja, da haben wir den Ducato Serie 8. So langsam gewöhnt man sich an das
naja, nicht ganz neue Armaturenbrett, aber schon ein bisschen aufgehübscht. Ja, die 9-Gang-Automatik ist hier drin. Ansonsten ist hier noch Raum für ja, Navigationssystem. Jo, wir haben die Remis, Faltverdunklung, auch an den Seiten. Die Cupholder da unten, ein bisschen dunkel, da sind sie. Und ansonsten nur die manuelle Klimaanlage, reicht aber auch völlig aus. Jo, Polster, auch ganz nett. Darüber haben wir noch eine Ablage. Ja, und da hoch gehen wir gleich mal. Erstmal gucken wir immer noch in die Bordelektrik. Ja, klar, Wasser ist leer, deswegen blinkt er. So, die NET. Ja, die NET haben wir auch, ne? Also Sitze haben wir schon gedreht. Hier passen auch noch bequem zwei Leute hin. Ja, es ist natürlich für einen 45er. Ja. Also ja, du kannst jetzt hier keine Partys feiern, obwohl Stehparty geht schon, aber... Ja, mit vier Leuten. Aber der Tisch wird es hergeben. Der Tisch wird es hergeben. Und was ich sagen muss, ich finde die Sitze ganz bequem. Ja. Und das sieht auch massiv aus. Ja. Der ist auch massiv. Der ist massiv, also zumindest ist massiv gebaut. Und was halt wirklich schön ist, der lässt sich super leicht bewegen, verschieben. Ja, und es ist nicht dieser, was man bei Knaus kennt, dieser freischwebende Tisch, wo ich immer Bedenken habe, ob der das wirklich aushält. Der hier hat ein massives Bein. Ja, das steht ein bisschen im Weg, aber... Ja, also Leute mit längeren Beinen wie meine, da wird es dann hier schon schwierig, weil die stoßen wahrscheinlich immer dran. Ja, aber dafür kann der Tisch auch während der Fahrt da bleiben, wo er ist. Soll er aber nicht. Doch. Wenn hier jemand sitzt. Da haben wir alles schön verkleidet. Ja, vor allem finde ich super schön, dass die wenn du da mal rüberschwenkst, ne, die nehmen tatsächlich die Muster aus dem Stoff, aus den Sitzen wieder auf. Das heißt, wir haben nicht so viel Mustermix hier drin. Ne? Das finde ich mal ganz gut gemacht. Hier dieses Teil, dieses Kunstleder nehme ich an und hier unten halt dieses Stoff. Sehr schick gemacht. Mhm. Eine nette kleine Lampe, die man auch ein bisschen wenden und drehen kann. Ja, wir haben einen Oberschrank. Selbstverständlich haben wir auch einen Oberschrank. Sollte reichen. Ja. Wie gesagt, das ist kein Auto, wo man 4 Wochen mit 4 Leuten nach Norwegen fährt. Was wir haben und was ich wirklich gut finde, ist mal, wir haben hier noch ein zusätzliches Regal und direkt daran eine USB-Steckdose. Ja. Also wer sein Handy laden möchte, kann das dann auch hier liegen direkt lassen. Ablegen. Das Ding hat auch eine Rüttelkante, also während der Fahrt passiert da auch nichts. Ja, wir haben noch ein Fach unterm Tisch entdeckt. In der Regel gut gesichert durchs Tischbein. Oh ja. Für so ein paar Kleinigkeiten. Ja. Geht auch noch einiges rein. Dosenvorräte. Ja. Ja, wie ihr seht, die Sitze hier sind Einzelsitze. Und ich meine, die könnte man auch ein Stück nach außen noch ziehen. Wenn ich das so mich richtig... Wenn du jetzt auch wüsstest, wo, ne? Naja, vor allen Dingen nicht. Wie? Aha. Seht ihr? Auch nach 150 Roomtouren an gewisse Dinge kann ich mich noch erinnern. Na, das Ganze mit Isofix an beiden Sitzen. Na, weil jetzt kann ich auch 2 Kindersitze hier montieren. Ja. Das wäre sonst nicht gegangen. Ja, dann machen wir wieder rein. Na? Jawohl, ja. Darunter haben wir eine Klappe. Ja, aber kein Stauraum, nee, wie zu erwarten wäre, sondern... Da sitzt der Zugang zur Truma-Heizung. Ja. Frostwächter interessanterweise sitzt nicht hier. Aber schaut euch mal an, wie toll die Heizungsrohre hier nochmal verkleidet sind. Ne? Und was man sagen muss, wir haben da vorne 2 Ausströmer. Also einen unten im Boden unterm Tisch, einen hier vorne. Und natürlich, sag ich jetzt mal, wenn die Heizung warm wird, auch noch ein Gitter. Also wer da vorne kalte Füße kriegt, da... Ja, man muss hier auch gut heizen. Weil die warme Luft soll ja hier auch hoch ins Aufstelldach. Ins Aufstelldach, ne? Und hier haben wir, wenn ich mich mal drehe, hier unten ist auch nochmal ein Ausströmer.
Ne, damit wirklich genug warme Luft auch nach oben kommt. Küche? Haben wir auch. Ja, also die haben einiges reingepackt hier in den 45er. Wir haben eine Arbeitsflächenerweiterung. Ja, aber auch die von der massiven Sorte, ne? Ja, und auch die Halter von der massiven Sorte. Ja, Moment, ich komme mal rum. Ja. Ne? Gut, da braucht man zwei Hände. Nein. Nee? Geht. Geht einhändig. Geht mit einer? Okay. Ein. Sehr aber das praktisch. Hakt dann aber unten irgendwo ein, ne? Wenn es richtig fest ist. Ja. Jawohl. Wenn man es festmacht. Schubladen? Jawohl, fangen wir mal an. Eine fürs Besteck. Jo. Eine für Töpfe. Sonstiges. Groß. Und noch eine große ja. Tiefe für Sonstiges. Da würden noch Flaschen reingehen. Ja. Ja, ich denke hier so 750 Milliliter Flaschen. Das ist auf jeden Fall. Öl, Essig etc. Kühlschrank? Oder? Oh. Ja, wo du gerade da stehst. Wo ich gerade da stehe, mache ich mal den Kühlschrank auf. Ne? Ja, man ja. muss sich leider ein bisschen bücken, ne? Aber. Also 75 Liter, sieht kleiner aus. Aber, okay. Sollte reichen. Ja. Also, nochmal, wie gesagt, nicht für vier Personen und vier Wochen, aber. Oder du gehst jeden Tag einkaufen. Ja. Wir haben natürlich auch ein Kochfeld. Zwei Flammen. Piezo. Ja. Wie es sich gehört. Inzwischen ja Standard. Hat das die Gefahr, dass es rappelt? Versuch mal gerade. Nee, ne? Nee, da sind Nein. jetzt auch diese Gummi. Also, die sind. Ja. Gut, die muss man ja immer wieder, wissen wir selber aus Erfahrung, hin und wieder mal nachdrehen. Vorsichtig, ist ja eine Glasplatte. Ja, deshalb lass mal gerade auf, deshalb auch Tipp von uns hier, so Praxistipp, immer mal einen Torx-Satz dabei haben, weil das dreht sich wirklich schon mal von selber los. Ne? Ja, das ist einfach, das arbeitet ja auch so ein bisschen während der Fahrt. Aber es kann nicht rappeln, weil die Gummidämpfer sind gut eingebaut. Okay. Wir haben ein Spülbecken. Sehr schön groß. Der Ablauf in der Mitte. Ja, das kommt immer mehr. Gott sei Dank. Ja. Bleibt auch nirgendwo was stehen, egal wie du stehst, wie schief du stehst oder sonstiges. Da hinten seht ihr übrigens die sogenannte manuelle Zuziehhilfe. Fahrzeug wird ja, darf man nicht laut sagen, aber wird ja im Lohnauftrag unter anderem auch bei Knaus gebaut. Und das ist eine Erfindung, die Knaus gemacht hat. Das heißt, man muss hier nicht die Tür, ich versuche es mal zu zeigen, als Rums-Bums-Bus hier. Sondern man kann jetzt hier, zack, also muss man nicht elektrisch haben, geht auch mit der manuellen Zuziehhilfe. Und ist schön leise. Ja. Oberschrank. Haben wir natürlich in der Küche auch. Nix für große Leute. Das habe ich auch gerade gedacht, der könnte ein Also, für mich ideal, aber wer größer ist wie 1,65, der könnte sich hier ja, den Kopf stoßen. Der könnte ein kleines Stückchen, weil die Kante hier, die tut weh, die da. 5 cm haben wir noch, also. Ja, also die steht so ziemlich im Raum. Ja, ist ein bisschen aber hängt das jetzt da oben an dem, nee, das schlägt doch da nicht gegen. Nein, es schlägt nicht gegen, aber es ist halt so eingestellt, was okay. wir machen. Naja. Auf jeden Fall ist er unterteilt, finde ich schon mal gut, weil wenn man so viel ja. Grundfläche hat, ist es immer ganz gut, wenn man zwischendurch mal eine Abtrennung hat. Und wir haben eine offene Ablage da drunter. Ja, hier könnte man Gewürze, die Zewa-Rolle. Ja, wollte ich ja sagen, alles was nicht rappelt alles, während der Fahrt. Alles was nicht rappelt und was man vielleicht mal so auf die Schnelle braucht. Ja. Steckdosen, Schalter, der Messfühler von der Heizung. Jawohl, der Lichtschalter. Und nochmal eine kleine Ablage. Darunter wäre dann auch der Kleiderschrank. Ja. Den kannst du jetzt nicht zeigen, wenn ich davor stehe. Nee, ne? Ich muss ja sowieso ins Bad, weil du stehst ja schon auf der Duschtasse. Ich stehe quasi schon im Bad. Weil trotz 45, wir haben hier ein Raumbad. Ja, wie gesagt, Kleiderschrank. Den Stauraum gucken wir gleich von hinten. Das macht mehr Sinn. Wir haben hier ein Querbett, das seht ihr auch gleich von hinten noch besser. Das hängt an Gurten. Also das ist höhenverstellbar. Ne? So wäre es jetzt extrem weit oben. Aber man könnte hier noch bequem drin schlafen. Man hat hier auch eine integrierte Aufstiegshilfe. Ich mache euch das mal ein bisschen heller. Ne? Da haben wir so zwei Stufen. Und ja, dadurch natürlich eine immense Laderaumhöhe. Aber gucken wir gleich mal von hinten.
wie weit sich das absinken lässt, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass man hier schon vernünftig schlafen kann, in der Höhe. Ja, wir haben einen Oberschrank hier auf der Seite. Ah. Ah. Geht nicht viel rein. Ja, leider da hinten die Schlösser sind offen. Hier haben wir noch so eine Tasche. Und ansonsten muss ich mal gucken, was wir hier haben. Das dürfte ein Schalter sein. Ja. Da hinten sind aber noch Steckdosen. Gucken wir gleich mal vom Heck. Aber wir wollten ja duschen. Das ist schon massiv, ne? Der Türgriff. So, erstmal der Test. Wie weit geht die Tür auf? Ja, Moment. Ach, das ist... Nee. Hm? Zeig das Bad erstmal so und gleich. Ja, ja, dann kommt der Experte, weil die fällt nämlich extrem wieder zusammen. So sieht jetzt erstmal das Bad aus. Na, auch da erkennt man die leider die Nähe zu Knaus, muss man ganz klar sagen, weil das sind die Knaus-Waschbecken. Die sind auch nicht riesig. Also um sich da mal morgens den Kopf zu waschen. Ja. Oberschrank. Mit Kleiderstange. Ich gehe mal mit euch hier rein. Da unten haben wir einen recht großen Unterschrank. Ja. Ganz da unten seht ihr so einen. Ich versuche mal dahin zu kommen. Da seht ihr so einen Faden. Das ist eine sogenannte Strangsperre. Damit könnt ihr Warmluft in die Wassertanks leiten. Aus der Heizung und dann friert das auch nicht ein. Eine kleine Klappe. Wie gesagt, da ist so ein, hier so ein Faden und damit kann man dann so ein Schieber auslösen. Aber ich muss sagen, das ist ziemlich beengt, der Eingang hier, aber ich glaube, ich mache auch irgendwas falsch. Du machst jetzt mal Platz. Deswegen mache ich Platz für die Chefin. Ja, jetzt mussten wir mal gerade die Kamera wechseln, weil jetzt brauchen wir wirklich Ultraweitwinkel. Ich hoffe, das ist jetzt mit der Action 2 einigermaßen in Ordnung, weil da komme ich mit meinem Objektiv nicht mehr hin. Das ist jetzt das Raumbad, aber du wolltest was dazu sagen. Ja, das ist das Raumbad, das ist der Duschvorhang. Und was ich noch nicht gesehen habe und wirklich erstaunt bin, obwohl wir schon so viele Autos gefilmt haben, wir haben hier keinen Fahrradschlauch drin, wir haben keine Magneten drin. Nein, wir haben hier Stäbe drin. Okay. Die haben also hier in, ne, die haben da Stäbe eingebaut, okay, sodass der Vorhang auch nicht mit dir kuscheln kann. Also quasi wie bei einem Korsett früher. Ja, und die Tür hast du jetzt aufgefaltet, ne? Die habe ich zeig das mal. Also hast du jetzt erstmal die Bodenplatte rausgeholt? Also die Bodenplatte unten muss raus aus der Dusche. Da unten? Genau. Ich mach mal eben den Vorhang auf. Der ist übrigens zweigeteilt. Ne? Ah ja, okay. Ja. Ich muss jetzt gerade mal meinen Rücken bewundern. Ja, alles gut. Wir wollen ja da nicht mit Schuhen rein, deswegen sind wir da vorsichtig. So. Ja. Den holen wir auch mal hier rüber, dann stört er auch nicht. So, also ihr seht, da oben haben wir die Tür aufgefaltet. Genau, die hat hier ein Scharnier. Ja. Und dann wird die da oben aber magnetisch gehalten. Genau, genau. Da ist ein Magnet hier. Das sind die Magnete. Hier ist eine Magnetleiste. Der hält dann da. Ja, das Thema Raumbad, da scheiden sich die Geister. Ne? Die einen stehen voll drauf. Ich bin kein Freund vom Raumbad, aber... Sag mal, wenn du alleine unterwegs bist, ist kein Thema. Bist du zu zweit, hat natürlich der Zweite jetzt das Problem. Er kommt weder an den Küchenoberschrank, noch an den Kühlschrank, noch kommt er hinten ins Schlafzimmer. Aber ist ja eigentlich nur zum Duschen. Aber ich sag mal, wenn man sich da arrangiert, der eine geht duschen, der andere liest noch ein Buch. Alles gut. Ja, und so sieht das Ganze dann aus, wenn die Platte wieder eingesetzt ist und die Tür zu ist. Und wie gesagt, dieses Teil hier geht halt mit auf. Ja, und jetzt schauen wir uns mal den Heckstauraum an und das ist ein, ja, das ist gigantisch. Ach so, noch eins habe ich vergessen, die Bettenmaße hier blende ich euch wie immer an der Stelle ein. Aber das ist auch mehr als ausreichend. So, jetzt haben wir hier ein Bett
müssen wir mal gucken. Da haben wir 12 Volt Lautsprecher. Hier haben wir 230 Volt. Und noch ein Lautsprecher. Ich vermisse jetzt hier gerade den Schalter fürs Bett. Geht das vielleicht von vorne oder ist das... Da müssen wir jetzt erstmal suchen. Ja, wir haben es gefunden. Also es ist kein elektrisches Bett, sondern es hat einmal da und da hinten zwei Hebel und die muss man dann gleichzeitig drücken und dann kommt man hier rein. Ja, aber wie gesagt, das ist schon enorm. Da dürften wir die Reinigungsöffnung haben. Ja, für den Frischwassertank. Hast du eine Reinigungsöffnung gesehen für einen Abwassertank? Bisher bin ich über keine gestolpert, aber nicht. Da sind ja auch noch Fächer. Da sind auch noch Klappen. Da haben wir Platz für eine kleine Mini-Gasflasche. Wie gesagt, Kompressorkühlschrank, Dieselheizung, da reicht so eine Gasflasche allemal aus. Hier haben wir noch zwei Öffnungen. Sicherung und die Bordelektrik. Ja, ich nehme an, die Reinigungsöffnung vom Abwassertank sitzt dann, wie bei uns beim Lastrada, war das dann Unterflur. Also hier sehe ich jetzt erstmal keine. Aber nochmal, der Stauraum ist riesig. Wir holen jetzt mal das Bett komplett runter. Ja, lehn dich mal drauf. Ja. Also es kann, glaube ich, noch ein Stückchen. Ja, könnte noch ein Stück runter. Soll ich nochmal? Ja, ich ziehe nochmal. Jetzt ist es runter. Gut. So, na? Gut, jetzt, brauchen wir keine Stufe mehr. Jetzt ist hier natürlich, ich hole mal gerade das Messgerät, gucken wir mal, wie viel hier noch an Zentimetern bleibt. Also wir haben jetzt noch 55 Zentimeter. Lass es uns noch mal gerade hoch machen. Ja. Noch weiter? Nee, lass, das ist gut. Ja, ja. Ja, und jetzt haben wir 1,13 Meter, ne, in einem Kastenwagen. Da wollen wir nicht meckern. Und jetzt nehmen wir mal eine Stellung, wo man sagt, man könnte noch wunderbar drauf schlafen und trotzdem viel laden. Ja, ich glaube, so könnte man noch vernünftig drin schlafen. Man kann noch die Fenster hier nutzen. Man kann übereinander krabbeln. Und man hat jetzt trotzdem noch, lasst uns mal messen, 85 cm Laderaumhöhe. Finde ich gut. Ja, was auch nicht selbstverständlich ist, ist diese schöne Verkleidung. Ja, das macht Ventura einiges besser als Knaus bei einem ähnlichen Modell. Da ist das Plastik. Aber man muss auch sagen, Ventura ist auch nicht, ist keine Billigmarke. Ne? Also der hier, ich müsste im Internet nachgucken. Knaus jetzt auch nicht. Naja, aber der liegt hier schon bei über 70, ne? Meines Wissens nach. Jo, und jetzt gehen wir mal hoch ins Schlafabteil Nummer 2. Einmal die Hühnerleiter hier hoch. Jo, und da erkennt man auch wieder die Verwandtschaft zu Knaus, weil das ist das von Knaus entwickelte Schlafdach mit einer Induktionsladeschale. Wir haben einen Lichtschalter, wir haben nochmal USB, wir haben einen Heizungsausströmer hier oben. Und halt noch eine schöne Ablage. Da müsste aber noch ein Lichtschalter sein. Ja, ich muss mich gleich mal rumdrehen. Sind auch noch Lampen, oder? Ja, da oben sind auch Lampen. Das könnten aber auch Touch-LEDs sein. Aber so lange reicht mein Arm nicht. Muss ich noch höher gehen? Also ich auf... Ja, das ist doof gemacht, sage ich ganz ehrlich. Weil da muss man den Tisch wegbauen. Ne? Ja, da muss man... Ne, wenn man jetzt auf die Stufe tritt, steht man mit den Füßen genau auf dem Tisch. Also entweder, was für kleine Füße. Entweder man lässt die Stufe aus. Also ich bleib mal hier stehen. Wie gesagt, da oben sind noch Leuchten.
Und natürlich das Heki. Ja, Bettenmaße hier blende ich euch ein. Ja, das haben wir auf der Messe schon bemängelt bei dem Knaus, dass das hier wirklich auf dem nackten Blech aufliegt, ohne eine Unterfederung oder Unterlüftung. Ja, ein bisschen dunkel jetzt für euch, aber ich hoffe, man kann es erkennen. Das ist es. Ja, das ist zwar schon Plastik, aber da ist keine Unterfederung. Und die hier hat, wenn sie 5 cm hat, maximal. Schön ist natürlich die LED. Und dass man... hallo? Danke. Und dass man das Ganze öffnen kann. Ja, rundrum. Ja, und noch hier auf der Seite haben wir nochmal USB. Ja, und das Ganze ist dann auch... ja, schade, man kommt jetzt hier, so wie ich jetzt stehe, oben nicht an die Zipper dran. Aber das kann man schön öffnen und kann dann hier wirklich alles aufmachen und sitzt dann mehr oder weniger im Freien. Ja, hier noch eine Aufnahme aus dem 600er. Da haben wir jetzt auch eine Lösung für das Problem gefunden, indem wir einfach den Tisch weiter darüber gesetzt haben. Und dann hat man hier auch Platz für die Füße. Jo, ich habe mal im Internet geguckt. Ja, bei den Preisen, ich zucke da immer wieder zusammen. Aber ich glaube, wir werden uns mittelfristig, langfristig an diese Preise gewöhnen müssen. Das hier ausgestellte Fahrzeug kostet, sagst du es? 75.613 Euro. Ich höre jetzt schon euren Aufschrei. Ich geb euch auch in jeder Beziehung recht. Aber ich glaube, wie gesagt, wir werden uns an die Preise zukünftig gewöhnen müssen. Das aber was man sagen muss, ich glaube, hier ist auch so ziemlich alles drin, was man hier reinkonfigurieren kann. Ja, hier ist alles drin, aber Leute, nochmal, es ist ein 540er Ducato-Kastenwagen für 75.000. So teuer, das muss man gerade mal am Rande sagen, war unser Lastrada nicht ab Werk. Und das war ein 640er. Naja, egal. Wir haben 160 PS, wir haben klar den Serie 8 Ducato, wir haben die 9-Gang-Automatik. Die Außenfarbe nennt sich übrigens Lanzarote Grau. Jo! Ja, 3,5 Tonnen Liter Leitchassis, ne? Leitchassis. Ja, wir haben den 90-Liter Tank. Tja. Haben wir jetzt hier noch, es ist kein Radio drin, also bei dem Preis weiß ich nicht. Ja, die Lenkradfernbedienung ist drin, das Ganze mit Leder, klar, Aufstelldach. Das ist auch in Weiß, das gibt es auch in Wagenfarbe, kostet dann aber auch nochmal extra. Also, ja, Markise, zweite Aufbaubatterie, aber auch AGM, Lithium käme dann auch nochmal extra. Also, jo. Ist ambitioniert. Ist der Preis, ist heftig. Aber wem das Fahrzeug gefällt. Ja, wer da bereit ist, klar, kein Thema. Wir stellen es immer nur vor, schlagt uns bitte nicht. Ein Thema noch zu der Frage nach Gewichten und Zuladungsreserven. Wird immer wieder gefragt unter die Videos. Wir können diese Angaben nicht machen, weil es sehr individuell ist, wie ihr euer Fahrzeug konfiguriert. Und immer nur ohne Gewehr, das, was das Fahrzeug hier gerade eben hat. Ne? Aber wenn ihr was rein oder raus konfiguriert, ändert sich natürlich auch wieder die Zulage. Die meisten Hersteller haben aber einen Konfigurator auf der Homepage, wo man dann in etwa Pi mal Daumen die Zuladungsreserve sehen kann. Aber auch die ist mit Vorsicht zu genießen. Okay, wir sagen Dankeschön an Transserv Reisemobile hier in Weilerswist, dass wir das Auto filmen durften. Wir gehen jetzt mal rüber in den 600er. Das Video kommt dann auch noch. Und wir werden also immer größer. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.